Floppy. Floppy. Wollte eigentlich vorspulen, aber der ist mir jetzt schon gekommen. Während der Mittagspause läuft ein Spiel aus Übersee im Fernsehen. Floppy möchte es wirklich gerne sehen, aber gerade als das Spiel angepfiffen wird, wird er zu einer Besprechung gerufen. Soll Floppy der Besprechung beiwohnen oder sich eine Ausrede einfallen lassen und stattdessen das Spiel anschauen? Ganz ehrlich, wir brauchen Geld. Besprechung. Floppy geht zu der Besprechung, bereut seine Entscheidung aber schon bald. Immer wieder denkt er an das Spiel, das er gerade verpasst, und ist deshalb überhaupt nicht vorbereitet, als die Chefin ihm eine Frage stellt. Schnell erzählt Floppy irgendwas, aber an den Gesichtern seiner Kollegen kann er ablesen, dass seine Antwort nichts mit der Frage zu tun hat. Natürlich ist die Chefin alles andere als beeindruckt und degradiert Floppy. Wow. Er denkt mal, man tut das Richtige, ey. Naja. Kommt er gerade wieder zurück? Ja. Freude. Ja, wenn er scheiße ist. Jo. Na egal, dann gehen wir vom Rechner weg, Markus. Dann kann sich kannst gleich einen neuen Beruf suchen. Vielleicht einen, der besser bezahlt wird. Ja. Was will er denn eigentlich werden? Laut. Der will irgendwie eigenständig werden. Geld, hi. Jo. Ja. Geschäfte besitzen. Pennen. Hast keinen Hunger. Du wirst jetzt hier einen Job suchen. Erstmal alles. Dann hol dir Müsli, Junge. Selber schuld, wenn er unkonzentriert ist. Eben. Na, wenigstens ein bisschen Geld haben wir wieder. Was weiter? Hey, Schneesturm im Frühling. Ende. Telefon. Och ja. Heul nicht. Mein Flipper. Geh ans Telefon. Will nicht. Haben wir es dann mal? Danke. Brauchst du wieder von fremden Frauen? Nein. Geheimagent. Ey. Der ist gerade da, ja, aber der pennt. Ah, gleich nicht mehr. Leider nicht. Aber ich hab doch gar nicht. Das ist wichtig, glaube ich. Sicher? Wenn nicht, kannst du auch was essen gehen. Ja, danach kann ich weiter. Bavoli? Oh, Blade? Oh, Blade, der Lavo. What, never, dude? Wir reden über Mode, das ist sehr wichtig. Oh. Klo gehen, duschen, absuchen. Neben ab. Telefon war gar. What a day. Neben mein Telefon. Wir reden wirklich über Mode. Ja, die ganze Zeit. Wem eigentlich? Kenn ich nicht. What a day. Okay. Hat was? Adelgund. Okay. Na dann. So, Job. Ein erst duschen. Okay. Bla 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 bla. Duschen, duschen, bisschen waschen. Pennen. Dusche zerstören. Good job. Aber Konstantin ist auch der Reparierer, mehr oder weniger. Das heißt, er kann es auch gleich reparieren danach. Theoretisch. Praktisch wird er es auch tun. Das ist 100. sehr wenig Geld. Ja.
kriegt er momentan mehr? Wie viel kriegt er eigentlich momentan? 308. Ist glaube ich halbwegs viel eigentlich. Ja, trotzdem. Er hatte 420, glaube ich, vorher. Mhm. Nein. Holy shit. Die schlechtesten Jobs heute. Eine Zeitung, glaube ich, doch irgendwo, oder? Ja, aber das steht selber drin, dem PC, nur weniger. Stimmt, da war was. Oh, ja, komm, noch weniger. Es ist gerade noch weniger, aber Medizin wird, glaube ich, relativ schnell relativ stark. Müsste eigentlich. Nein, Avira, gerade nicht, bitte, danke. Ja, wird jetzt Dr. Floppy statt Bundeskanzler Floppy. Wer ist das am Anfang genannt gehabt? Was ist noch? Bundeskanzler. Bundeskanzler, genau. Ich meine, ansonsten, es ist weniger Geld gerade. Ich meine, als hoher Politiker kriegst du auch gut Geld, glaube ich, oder? Jo, dann. Es ist immerhin Politik. Dann bleiben wir dabei. Jo, dann kannst du mal den Scheiß wieder aufräumen. Reparieren erstmal. Fritz. Jo. Warum gehen die eine alle Tür außen rum? Kann ich, weil die eine Tür einfach nicht vernünftig funktioniert. Schau mal, wie er repariert. Das sieht immer super aus. Da, nö, ging nicht. Draufhauen. Erstmal den Tisch, dann halt. Hier, schön, wenn der richtig schön im Weg steht. Vielleicht geht die Tür dann. Er kann halt nur nicht reparieren, ne? Ja, das lernt er jetzt. Mechanik Tür 1. Ja, ja. Mehr als wir alle anderen haben. Das ist wohl wahr. Rage! Siehst du, der kriegt dich schon repariert. Halb ist er durch. Naja. Ist auch so schwer. Einfach ein bisschen was Panzerband ums Rohr drum wickeln. Vor allem als allererstes eigentlich den Haupthahn einfach abdrehen unten. Und dann wäre alles in Ordnung. Jo. Ja, eh repariert. Jetzt alles säubern. Ja, keine andere Wahl. Aufräumen, dann warten, bis ich wieder da bin. Und dann weiter pennen. Ach, bin schon da. Okay. Jetzt ist es echt so wenig? Noch. Ja. Ja, noch wirst du ja auch erst mit den ganzen Sachen vollgestopft. Wie ich mit den ganzen Sachen vollgestopft? Du hast halt Suchtkaninchen. Momentan wirst du mit den ganzen Drogen erstmal vollgestopft, die wir fabrizieren. Stimmt, ja. Das, da kriegst du es lediglich quasi Entschädigung, damit du dir die ganzen Pharmazeutika leisten kannst, die du brauchst, um die Schmerzen zu vergessen. Nein, Gruppen mal. Was nehmen wir denn diesmal? Grüne Käse, versuchen wir es nochmal. Was denn? Okay. Ich würde erstmal den Tisch abräumen, ansonsten kann er nicht kochen. Ist Konst auch gerade dabei. Okay. Perfektes Timing. Ja. Dann sollte er gerne den Tisch auch abräumen. Macht er jetzt auch. Gefälligst. Bevor er zu Bett geht. Ja, eben. Ach so, du musst arbeiten. Du dürftest ja recht gut ausgeschlafen sein, genau. So. Ich hab's so gut, irgendwie habe ich nie große Probleme. Ja, ne? Sehr angenehmes Individuum. Ja, der pinke Herd. Was heißt pink? Blassrosa. Echt Kopfpunkte. Ja. Hab ich's geschafft? Ja! Schön. Quatsch. Die sieht ziemlich benutzt aus. Miklok! Jetzt sollte nicht ich die sauber machen, genau. Ja, klar. Er ist müde. Ja, gut, dann pennen. Konntest jetzt selbst sich was zu essen holen. Eine Tratsch. Servieren.
Pass auf, du musst nämlich gleich zur Arbeit. Arbeit, Arbeit. Okay, also kein Stethoskop, aber Aktien und Plagen sind sehr schmutzige Witze. Ja, sicher. Darf ich dann mal schöne Frau? Zur Arbeit gehen? Ja. Gut. Okay. Im Essen eingeschlafen, natürlich. Ja. Lass mich der Gesellschaft leisten. In seinen Springerstiefen. Eigentlich hat er quasi so eine Art Reizklamotte an, oder? Ja. Sieht ganz danach aus. Echt, ey. So halte ich meinen Löffel auch immer. Jo, ne? Willst du noch irgendwas? Ja, Liebe, 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 Liebe. Habe ich mich gerade mit einem schlafenden Konz angefreundet? Ich glaube, dafür ist es ganz gut, dass er mal die Fresse hält. Also findest du das, glaube ich, ganz witzig, dass er... Jo. Freunde! Ach ja. Keine Aktion verfügbar. Batsch! Muss aufs Klo. Auch steht sein Name schon noch im Rührschrank. Das ist auch sehr schön. Den kannst du nicht anromanzen. Kann er nicht mittlerweile umtreten? Nicht mehr wahrscheinlich, ne? Wenn er nicht mehr ganz in Ordnung ist. Nee. Direkt so einladen, sicher. Kannst du eine Freundin einladen, wenn du eine hast. Wenn nicht, hast du Pech gehabt. Was verschleppst du meine Freundin ein? Nein. Das kommt nicht gut. Er könnte sich ja mit der Grünpflanze anfreunden, wenn er unbedingt will. Ja, aber die ist erwachsen. Oh. Mit der kann nur Gelegenheitsgruppen kommen. Ich glaube, ist das Teenagerin? Nee, ich glaube nicht. Der sieht irgendwie nach Teenager aus. Ach, einfach einladen. Haushalt einladen, dann nicht übertreiben. Let's do it! Ja. Sieger. Rashubla! Was ist das? Dann nicht. Bastel dir ein Flugzeug. Dann bastelst du jetzt ein Flugzeug, genau. Das war einfach. Mhm. Ablenken, aufnehmen, spielen, essen. Das Flugzeug? Ja. Ich finde das sehr interessant. Die Sims sind einfach die einzigen, die ein Papierflugzeug ablegen, wenn sie es nicht mehr brauchen, anstatt es wegzuschmeißen und einfach in der Ecke liegen zu lassen. So. Putzteufel. Ich habe jetzt Sport, den Sportrang, ne? Das heißt, ich könnte theoretisch jederzeit aufsteigen. Yay! Oder auch nicht, wer weiß. So, werden wir dann sehen. Da ja. Säubern und da säubern. Kühlschrank kann man nicht säubern. Was schon. Ja, das Spülbecken hat's schon nötig gerade. Ja. Recht siffig. Jupp, wie sieht's hier aus? Das scheint noch recht sauer zu sein. Bix. Joa. Also hat das bald? Wer konnt's? Oder ich oder Markus? Jeder. Okay, er hat's. Wisch, 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 wasch. Also ich weiß nicht, ich glaube sein Hunger hat uns nicht ganz geschickt. Dann zieht sich nur ein Eis durch die Nase, klack. Nimmt man da nicht viel auf. Aber mal ganz ehrlich. In seinem Essen einschlafen.
Haben wir auch geschafft. Du erinnerst dich an das Bild, das ich dir geschickt habe. Wir haben dann zwei im Essen geschlafen und einer im Stehen. Daneben. Ich weiß, ich kenne das Bild, das ist super. Nee, aber ich kenne keinen, der das schon mal im echten Leben passiert wäre. Nö. Denn ist es unrealistisch? Nein. Ich meine, ich kenne jemanden, ich kenne eine Story von jemandem, der irgendwann mal nach einer Party bei uns im Haus einfach im Stehen an der Wand gelehnt eingepennt sein muss, aber... Jo, oder am Stuhl neben dir. Das war aber keine Party. Nö, aber trotzdem. Sehr ordentlich. Sehr ähnlich aus wie Konstantin gerade. Hä? Achso, ja. Nur ohne Tisch. Eben, aber ja, Hände dafür. Naja. Okay, hast du irgendwas zu tun? Also haben wir schon gemacht, glaube ich. Ja. Okay. Dann... Boah, der ist gerade in allem Frieden. Kann er nicht irgendwas lernen, was für den Haushalt sinnvoll wäre? Ich glaube nicht. Oder will er vielleicht, keine Ahnung, anfangen... Lebenslang Zufriedenheit lernen. Ich glaube, dann hat er weniger Spaßabbau. Ja, hoffe ich doch mal. Was ja wirklich nötig wäre. So. Sind wir dann mal wach? Schmatz. Weiter essen. Perfekt. Weiter essen. Weiter essen. Oh Mann, ey. Ja, nun. Mit dem Kopf aufgewacht, das Ganze vom Gesicht wieder in die Schüssel gekratzt und weiter essen. Ja, warum auch nicht, ne? Hygiene steht ja noch ganz gut. Schlimm, ist eigentlich sehr stark runtergegangen sein. Geil. Dies dauert. Sehr, sehr, sehr lange. Gerade eh nicht viel los. Der ist der andere Schlüssel auch noch auf. Und die eine ist sehr schnell umgegangen. Aufräumen, nicht schon wieder einpennen. Nein. Nicht in der Schüssel. So. Und danach kannst du pennen gehen. Danach können wir erstmal wieder vorspielen. Ja. Diese Bewegung. Ja. Mit dem Outfit vor allem. Ist wirklich so eine Art Reiter-Outfit. Mhm. Spulen. Du kommst auch gleich nach Hause. Bist du befördert? Komm schon, Markus, du schaffst das. Ja, noch nicht. Ja, doch. Doch. Lesen. Klick. Snow befördert zum Polizeianwärter. Du gehst zur Polizeischule und wirst so mies bezahlt, dass du beinahe in Depressionen versinkst. Die Ausbildung ist hart und sowohl eine körperliche als auch eine mentale Belastung. Stell deinen Körper, dann wirst du vielleicht bald befördert. Yay! Von 9 bis 15 Uhr. 448. Bonus von... Bonus von viel, ja, aber die Bezahlung ist... mäßig. Die ist besser geworden um einiges. Ja, gut. Ich hatte angefangen auf 312, glaube ich, oder so. Ich weiß es nicht. Müssen wir eine Aufnahme nachsehen. So, und jetzt geht's mir noch gut genug, dass ich sofort wieder weiter trainiere. Jo. Nein, nicht duschen. Trainieren. Deswegen ist es ungünstig, dass das Ding da steht. Egal. Anderen Kamerawinkel, fertig. Ja, aber ich mag diesen Kamerawinkel irgendwie. Du siehst halt alles aus diesem Winkel. Naja. Hier von der Ecke. Aber sieht man mich immer perfekt. Ja. Wie sieht's von mir aus? Ich kann kochen lernen. Das ist doch schon mal gut.
kannst diese Info auch einfach wegschalten, glaube ich, langsam. Ja, ich weiß. Huff, puff. Ja, ja. Ja. Mal wieder halb durch, also es geht voran. Da wir jetzt alle was tun, können wir das auch schneller, genau. Markus ist gleich der Zen-Meister. Ja, wie ich gesagt habe. Das Leben ist wie ein Fluss, in dem wir alle dahin strömen. Ich habe gelernt, die Freuden des Lebens zu genießen, um mir nicht mehr so viele Gedanken zu machen. Ja, gut. Was tut er nun? Das Spiel. Du müffelst schon wieder. Wie lange habe ich noch? Wir warten mal. Keine Ahnung. Haben's fast. Können wir einfach schnell mehr fast forward, oder gerade? Wir haben gerade halb fünf. Wie gerade, es klingelt. Weißt du was, wer mich um Viertel vor fünf anruft, kam ich mal. Eben. Geil. Dips und Dips, Platten, ja. Einfach weiterlesen. Oh, er hat angegangen. Gut, das ist halt für mich. Dann gehe ich wohl mal ran. Nope. Doch. Hey! Moment, ganz kurz erstmal lesen. Fahrgemeinschaft für uns beide, okay. Ach, aber wir haben gleich die Anfangszeit jetzt. Jo. Fitness? Ich kann jetzt Proteinshakes trinken, ja. Muss ich auch gleich tun. Kochkunstmagazin, ich weiß nicht, willst du dich für Kochkunst begeistern? Dann kannst du es gerne bestellen. Nein, ich möchte nur können. Nicht so schnell, langsam, langsam, langsam. Hey. Komm mit der neuen Mitgliedskarte ins Luxus Fitness Center, ja! Sagt diese. Oh. Ich sitze da immer noch so triefen und was nicht alles, die kommt an. Boah, bist du sexy. Hier, Fitnesskarte. Mach mit. Jo. Werde ich dann wahrscheinlich auch sofort tun. Nach meiner Arbeit. Ja, erstmal duschen. Eben. Ganz, ganz dringend. Begrüßt werden, jo. Nein, duschen. Nein, erst begrüßt werden, dann duschen. So, Postbote. Warte. Hä? Ja, Ich müffel? Warum müffel ich? Ja, du müffelst. Anscheinend. So. Wir müssen beide gleich zur Arbeit, ne? Nee, ich nicht. Okay. Du kannst dir wenigstens die Hände waschen, jetzt auch am Waschbecken. Das geht genauso gut, dauert was länger, glaube ich, aber. Mach dich auch sauber. Okay, habe ich nie gemacht bisher. Ja. Wir haben noch Reste? Ja, stimmt, die Suppe von vorhin. Die Nuppe. Ja. Ah, Connor. Ja. Ist ja gleich weg. Jo. Duschen. Ich glaube, ganz sauber bist du noch nicht, oder? Nee, bist du gar nicht. Nee. Oder war das in Sims 2 noch nicht so, dass du die Hygiene gut verbessert hast? Ich weiß nicht. Aber eigentlich. Also meines Wissens, also in Sims 3 war das auf jeden Fall so, aber... Ist ja gar meine Hygiene ist immer noch leicht über deiner. Eben. Ich muss gleich zur Arbeit. Jo. Deswegen hast du ja einen Vortritt in der Dusche. Eben. Auch wenn du aber wahrscheinlich zusammenbrechen wirst. Aber egal. So. Das geht hier ab. Markus muss aufs Klo. So, soll in die Schule gehen. Kannst du was essen? Ah, ich habe eine geile Karre. Na, geil ist jetzt auch relativ, aber. Besser als die Rostlaube, ja. Ich wollte gerade sagen, das ist quasi so ein
Fangen wir von vorne. Vorne kurz die Karre. Bitte? Was? Na, von vorne kurz die Karre. Na, okay. War aber Auto halt. Ist quasi so ein alter Opel. So. Von der Art her. So. Ach stimmt, wir nehmen dieselbe Fahrgemeinschaft, oder? Wir nehmen dieselbe Karre, oder nicht? Ja. Obwohl, wir haben doch verschiedene... Nee, ich stehe da noch rum. Ach nee, du hast Pause. Vollkommen egal. Ja, ja. Duschen. Nee, wir nehmen schon dieselbe Fahrgemeinschaft. Ist schon richtig so. Aber warum ist er bei mir dabei? Weiß ich nicht. Hat sich gerade wegteleportiert aus dem Auto. Dass du eingestiegen bist. So. Sonntag machst du keine Schule. Weil warum fährt er in meiner geilen Karre mit? Das ist doch... Ja. Egal. Seltsam. Ja, egal. Irgendwann werde ich von dem Heli abgeholt. Ja. Da kannst du mal aufs Klo gehen. Abziehen? Hatte wer nicht gespült? Na egal. Ich habe heute frei. Yay. Kein Geld! Obwohl, wir haben 4000. Wenn wir uns mal besser weiten leisten, ich weiß Warum nicht. Steht der Kram hier auf dem Boden? Ich dachte gerade nur. Ja, ja, klar. So. Nutzen und ich kann weiter kochen lernen. Wo sind die Bücher hin? Weggeräumt. Wie es scheint. Kochen. Ah. Diese. Diese, hier ist da diese. Ja, stand wahrscheinlich wirklich im Weg, der Tisch. Klar, weil die Tür in die falsche Richtung aufgeht. Köchel, köchel, köchel. Und? So. Währenddessen Markus... Kann pennen gehen, theoretisch. Kann er abspülen. Aber der kann nicht pennen gehen, weil wir brauchen erstmal die Betten. Wir können mal schauen, wie die... Welche Preisklasse die haben, wenn wir die alten verkaufen würden. Jo. Ungutes, aber bequemes Bett war das. Gibt 180. Ja, ich guck grad, wo die waren. War das schon die hier? Dann 300... Nee. Nee, Moment, ich, nicht. Ich guck mal, welche Betten das waren. Das da. Und 720, die wir zurückkriegen. Mhm. So, wir können uns Doppelbetten kaufen. Kriegen nix. Wow, die sind gar nicht... Gar nicht mal viel teurer. Aber die bringen viel mehr. Jo. Ja. 180. Immer Ikea. Ah, haben wir noch was Besseres? Einfach nochmal kurz weiterschauen. Das ist nicht so gut, das ist... Das hat keine besser. Umgebungspunkte mehr. Noch weiter. Auch nicht. Auch nicht. Immer noch nicht. Ja, jetzt, aber... Malm ist schon ganz stark teurer. Ist auch nur Komfort 2, wohlgemerkt. Mhm. Ja, also, was waren das die hier, ne? Hemless. Ja. Weil er erst mit alten Betten verkaufen. Korrekt. An die 160 sogar noch, nicht 180. Egal. So. Und wie sie es gehört, 4 verschiedene. Ja. 2 schwarz, 2 weiß und noch verschiedene Bezüge. Rip, drehen. Wieder die Kopfänder aneinander oder wie machen wir das? Ja. So rum. Ist das schön ekelhaft. Das eine ist so richtig hübsch, das andere ist irgendwie voll ekelhaft. Hm. Ja, immer sind dieselben Bettdecken, wie wir hatten. Na, die erste nicht. Aber egal. Hätten wir auch nehmen können, aber ich glaube, da haben wir uns gegen entschieden. Ja. Da. Genau, passt so. Sehr schön. Jetzt haben wir erstens Umgebungspunkte. Und bessere Betten. Eben. Und haben wieder gut verloren, aber das war's, glaube ich, wert. Koch weiter.
Wand. Ich wollte näher reinzoomen, egal. Was? Wo ist er hin? So zum Mitnehmen. Ganz neues Gericht, ja. Ja, ein Kochpunkt. Weil da keiner von uns Hunger hat, darfst du gerade nicht kochen. Schade. Doch, doch, doch. Mach ich und dann lege ich die Reste weg. Ganz einfach. Ah. So, zu breiten Gruppen mal. Was kann ich denn? Scherzkekse kann ich neu. Spaghetti. Jai. Kannst du auch neu. Jo. Mach mal die. Nicht ganz so schnell vielleicht. Mit Blut. Ja, ist eh Tomatensoße, fällt nicht auf. Du kochst auch wirklich nur Tomatensoße. Wie so aussieht, ja. So Markus Penschon, Markus Penschon. Gut. Oh, das war Käsesoße. Ich habe mir einfach sehr tief geschnitten. Und plötzlich sind Spaghetti mit drin. Ja. Und ich meine, Kartoffeln. Wow! Was? Ich wollte über die neuen Betten reden und habe Kartoffeln gesagt. Und Reste weglegen. Das Wort, was ich sagen wollte, war Komfort. Und dann habe ich das Essen gesehen und habe anscheinend Kartoffeln gesagt. Das ist mir dann aufgefallen. Schön. Ich wollte sagen, Komfort 3 und das andere auf 3 ist auf jeden Fall besser als alles beides auf 1. Hm? Jetzt habe ich beide Punkte voll. Was brauchst du eigentlich nochmal, um aufzustehen im Rang? Kochen und Sauberkeit. Kochen hast du jetzt und Sauberkeit hast du auch. Du kannst aufstecken. Jo, nice. Richtig. Wie müde ist Markus gerade? Nicht sehr müde. Spiel mit mir. Rennt rein. Sohn, ich brauche deine Hilfe. Was ist denn? Mir ist langweilig. Gute Nachtgeschichte vorlesen. Okay. Um 11. Sonntags. Was? Wasserbombenschlacht, ja. Einige der Anwärter wollen sich den Samstag freinehmen und in die Stadt fahren, um ein bisschen Spaß zu haben. Sie fragen Snow, ob er mitkommen möchte, doch Snow macht sich Sorgen über die für den Abend angesetzte Leistungsbeurteilung. Snow könnte also bleiben und weiter ein Polizeibuch lesen oder ausgehen, um den Rest der Polizeiwärter besser kennenzulernen. Ich könnte auch einfach ignorieren, aber ich weiß es einfach nicht. Das letzte Mal habe ich auch schon einen Fehler gemacht. Was würdest du sagen? Ja, ich meine, du könntest als Streber angesehen werden oder du könntest durch die Prüfung rasseln. Dann lieber Ersteres. Oder aufsteigen. Gern. Am Abend werden die Anwärter zur Leistungsüberprüfung zusammengerufen. Die Direktorin der Polizeiakademie führt aber stattdessen ein Quiz durch. Die meisten Kandidaten schneiden bei der Befragung recht gut ab. Als die Direktorin aber die Frage stellt, was 1642 sei, hat plötzlich niemand mehr eine Antwort parat. Sie fragt Snow, der zum Glück kurz vor der Prüfung gelernt hat und daher weiß, dass 1642 der Funkcode für einen Königsmord ist. Die Direktorin ist beeindruckt und Snow bekommt einen Logikpunkt. Das war super, wow. Einen ganzen Logikpunkt dafür. Brauche ich zwar nicht, aber... Noch nicht, aber bald. Eben. Oder brauchst du denn jetzt schon? Haben sie jetzt geändert, die Anforderungen? Nö, ich brauch Körper erstmal nur noch. Hab ich Körper 2 nicht schon? Hast du schon, ja. Nice. Ist ausgefüllt. Sehe ich, ja, ich hab. Es ist recht klein auf meinem Bild. Ja, ist bei dir immer noch ein Hauch größer. Achso, noch gar nichts. Jo. So, wer hat gerade was für ein Problem gehabt wieder? Ich brauch Spaß. Ach, richtig. Markus, der Depp will entspannen. Darfst du nicht. Ball werfen. Aber natürlich, Vater. Du darfst gerne mitgehen, ich. Oh. Machst du doch jetzt gerade. Aha,
So amerikanisch. Flush. Und so schlecht. Das geht in die Knie, Leute. Ja. Ist auch Sport. Reicht, nächstes. Was soll ich? Nicht schlecht. Das war mal für normale Geschwindigkeit. Diese herrlichen Ausfallbewegungen. Und da ist mein Bild schon wieder aus. Ah! So. Genug Spaß für heute. Die neuen Betten sehen einfach quasi genauso aus wie die alten, so schön. Mhm. Fällt gar nicht auf. Haben nur höhere Kopfstütze. Jo. Die anscheinend einfach richtig hübsch aussehen müssen für die Leute. Ich bin einfach besser. Oh, Gitter! Besser gefedert. Ja. Kommt sie eigentlich auch gleichzeitig wieder zurück? Weiter, ich glaube nicht. 13, 18, 18 und 15. Ah. Ja gut, das ist halt ein Scheißjob, den er gerade hat. Ja, da bin ich auch schon wieder. Jo. Fördert? Oh nicht, okay. Wie sehe ich aus? Ja, wie siehst du aus? Achso, Stats. Ich habe ja neue Klamotten. Dann möge ich meine Klamotten eigentlich. Nö. Ich habe doch jetzt ein blaues Oberteil an, kein weißes mehr. Jetzt sehe ich wirklich auf den Polizist. Yay! Und du kippst gleich um. Ja, erstmal das neue Bett testen, oder? Ja. Weil man sich in denen halt wirklich schneller erholt. So. Okay. Gut. Lass mich bitte aufstehen und sofort in das Bett gehen. Kann ich nicht. Es gibt keine Aktion, die ich hier wegklicken könnte. Es klingelt. Das ist aber ehrlich. Scheiße, weil jetzt mein Komfort tot ist. Sie haben Betten, die so viel Komfort bieten. Ehrlich jetzt. Ja, ich kann nichts tun. Ja. Doch dämlich. Ach ja. Ruve, Chazas, und dann kann ich weiter kochen lernen, oder kann ich dich vielleicht aufwecken? Nö. Alter, wie kann das nur sein, dass er jetzt echt seinen Komfort dadurch zerstört, dass er vorm Bett umkippt? Weiß es nicht, Sinn, Logik. Hätte ich nicht wenigstens aufs Bett fallen können? Nö. Was? Du hast Begeisterung für Fitnessentwicklung auf dem Boden geschlafen hast. Okay. Nee, wahrscheinlich weil ich immer noch die Begeisterung dafür habe und darüber geträumt habe. Das kann sein, ja. So, wie sieht's bei dir aus? Du brauchst Spaß. Und Hygiene. Er könnte dann auch, wenn er will, wenn er gerade Zeit hat, eigentlich an dem Ding rumbasteln, an der Dusche. Wieso? Mechanikpunkte. Ja, dann geht die kaputt. Wenn es wenig ja, dann kann er sie reparieren. Nicht mit dem Spaß. Er ist gefährlich tief. Ja. Hör auf zu schlafen und... Liebe, 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 liebe Lautsprecher. Ich mach voran. Und mach voran.
So. Vlada? Spielen. Blutdiva! Im Badezimmer. Ja. Hallo. Musst du heute eigentlich arbeiten? Ja. Also, du hast gar keine Nachtarbeit mehr. Stimmt. Da war ja was. Alter, wie dumm das doch ist. Hey, aber kann ich was tun? Ja, bringt trotzdem nichts. Was? Aber entspannen dürfte gut Komfort bieten, eigentlich. Vielleicht zum Boden? Ja, wahrscheinlich. Pabloka, Shalukidis. Was tut ihr da im Badezimmer? Über Intelligenz reden. Ah ja. Scheinbar. Hey, wird wach. So, was brauchst du nun? Alles. Einfach alles. Freunde vor allem, ja. So, gehst du aufs Klo und legst dich hin. Verbessert sich jetzt mein Komfort eigentlich? Wäre anzunehmen. Lies dich schön ein Buch. Ja, jetzt ist alles in Ordnung. So. Es ist Sonntagabend, Markus kann eigentlich ins Bett gehen. Oder duschen. Wenn Konstantin mal raus ist. Und ich glaube, also 8000 brauchen wir mindestens für ein zweites Stockwerk. Ja klar. Eher 10.000. Jo. Nur um sicher zu gehen. Wie sieht's hier aus? Mäßig. Da ist der Balken. Käseplatten, ja. Käseplatten. Nee, wenn ich jetzt mal ein Party schicke, dann ist er morgen wieder kaputt in der Schule. Ja. Das ist auch nicht der Sinn der Sache. Konstant da, du liest. Mein Komfort ist schon wieder ganz in Ordnung. Die Energie gerade nicht mehr, also kannst du erstmal richtig schlafen. Weil du erstmal aufstehen musst. Was macht Markus da? Oh, Klitterbahn! Junge. Dich darüber aufregen, dass du immer. Am PC musst. Ja. Ei? Aus meinem Haus. Ah. Kaba. Ja, auf. Das ist dasselbe, was ich ja auch gekriegt habe. Naja, klar. Genau, da könnte ich dann auch mal hin irgendwann. Zum Fitnessstudio. Jo. Da will ich eigentlich auch gerne hin. Dann sucht man sich das beste Trainingsgerät aus und dann werde ich sofort der beste Muskelmann der Welt. Sonst wäre Hunger? Ja, wir beide. Okay, dann kann Marco schon mal was von den Spaghetti aus dem Kühlschrank nehmen. Tschüss, Koch. Wenn mein Haus einbricht.
Hat er sich extra für unser Haus umgezogen, weil wir zu kochen kann. Und toll. Warum servierst du für alle vier, Junge? Wir sind nur zu zweit momentan. Weil du ihm das eingetragen hast. Nee, Rest habe ich ihm eingetragen. Ja. Ich find's schön, wir speichern übrigens noch dampfen. Ich bei dir. Trotz Kühlschrank. Die werden immer wieder aufgewärmt sofort. So Hightech. Also Freiwurf kann ich heute echt sehr gut, ja. Ja. Professionell. Mhm. Keine hohen Häuser. Weil die kannst du nicht recyceln. Scheiße. Ups. Aber wenn man es nicht recyceln kann. Warum gibt es so viele Schreibtische? Was? Die Bürokratie. Da hätte ich was viel Besseres gefunden, aber GG, Junge. Eigentlich ist es ja so, dass wenn ich nicht recyceln kann, ganzen Arbeitsplätze erhalten bleiben in den Häusern, weil die nicht abgerissen werden und zerstört. Sehr freundlich. Das gefällt den Leuten dann. Sprich du halt Markus weiter. Nein, ich sprech mich. Bote! Also. Weiter essen. Nee, du machst anscheinend doch nichts. Du redest dich halt auch nicht. Ja, weil ich gerade beschäftigt war. So. Ja, wo sind du auf? Da sind keine Käfer drauf. Wie kommst du jetzt auf Käfer? Die werden doch eh von den Vögeln gefressen. Alle. Ja, aber Vögel. Die werden von den Pfannen gefressen, oder nicht? Mampf. Von Elefanten? Dein Ernst? Vögel doch nicht. Fressen keine Vögel. Vögel. Ja. Fische auch. Ich geh dann mal. Du hast mir ganz schmutzige Witze erzählen wollen. Reste weglegen. Dann auf Klo gehen. Um 1.15 Uhr. Ja. Ja, was sollen wir sagen? Wir nehmen um 3.39 Uhr. Nimm's auf. Pen. Mal auf den Kram aufspülen. Und dann war es also ziemlich für heute, denke ich mal. Eigentlich dürfte es mir mittlerweile auch ziemlich gut gehen, oder? Bitte? Mir dürfte es mittlerweile auch wieder ziemlich gut gehen, würde ich behaupten, oder? Nochmal, was? Die Akustik. Mir. Klick einfach auf mich, dann ist alles okay. Danke, passt. Ich sehe super aus. Immer doch. Und das wär's dann damit gewesen. Denke ich mal. Oder haben wir noch irgendwas Wichtiges vor? Wir haben Unkraut zu rupfen. Wo? Im ganzen Eingang. Ah ja, Tatsache. Aber ansonsten eigentlich nichts mehr. Jo dann. Auf bald. Jo.